Hier passiert doch irgendetwas. Die Luchse haben es auch gemerkt. Und die Schneeäule? Ja, da tut sich doch was. Was ist das? Ein neues Schild bei Wolfgang Fröhlich im Tierpark Knüll. Aha, und dank der Umweltlotterie bald 40 verschiedene davon. Das ist eine tolle Sache. Wir bedanken uns auch recht herzlich bei allen, die für uns gestimmt haben. Damit können wir ein lang gehegtes Projekt endlich realisieren. Wir haben im nächsten Jahr Jubiläum. Im nächsten Jahr wird der Wildpark 50. Und da möchten wir gerne einen Großteil unserer Gehege mit neuen Informationstafeln, Informationsschildern zeigen. Hedwig ist begeistert, denn schon bald erfahren die Besucher noch mehr über Schneeäulen. Zum Beispiel, dass Weibchen und Männchen irgendwann verschiedenfarbiges Gefieder bekommen. Im Hintergrund sieht man unseren Schneeäulenmann, den Henner. Und der färbt aber im nächsten Jahr um und wird dann fast schneeweiß mit ganz wenig dunklen Punkten. Das ist einfach die Tarnfarbe. Da, wo es im Schnee liegen, dann sind die schwer zu sehen, während das Weibchen gepunktet bleibt. Weil wenn dann der Schnee mal weg ist so der Boden auftaucht, dann ist sie besser auf dem Gelege getarnt. Aber das Männchen bleibt weiß. Die alten Schilder, ziemlich in die Jahre gekommen, und sie sollen jetzt ausgetauscht werden gegen nagelneue, ohne Moos auf den Buchstaben. Es kommen mehr Informationen rüber. Es wird auch speziell auf unsere Gegebenheiten angepasst. Und es ist kein Schild von der Stange, sondern wir entwickeln die selber und lassen sie auch selber drucken. Auch das Luchsgehege bekommt eine neue Tafel. Dass die Katzen Pinselohren haben, braucht man wohl nicht draufschreiben. Vielleicht schon eher, dass sie bis zu 1,10 Meter lang und 20 Jahre alt werden, wenn die Ernährung stimmt. In der normalen Wildbahn sind die Raubtiere jedenfalls gut vorbereitet. Sie haben relativ große Tatzen. Damit können sie sich auf der einen Seite auf dem Lauf lautlos bewegen. Das ist ja wichtig als Jäger. Aber im Winter können sie auch wie auf Schneeschuhen auf dem Schnee laufen mit diesen großen Tatzen. Okay, stimmt, jetzt aber her mit dem Fressen. So ein Luchs verdrückt schon ein paar Kilo Fleisch am Tag. Wie viel genau, das kann man dann ab Saisonstart nachlesen. Also auf unseren Tafeln stehen auch Alter drauf, wie schnell läuft ein Luchs. Auch die verschiedenen Namen, auch fremdsprachig, Englisch, Französisch, Holländisch und Russisch. Sodass wir auch unsere ausländischen Mitbürger mit Informationen versehen können. Rotwild und Zikawild laufen frei im Tierpark Knüll herum, werden aber auch mit einer Tafel bedacht. Was draufstehen soll? Vielleicht, dass Hirsche ihr Geweih erst im Februar verlieren. Tja, nochmal ganz scharf nachdenken, aber ist ja noch Zeit. Im März beginnt die neue Saison, dann sollen die Tafeln alle bereitstehen.